Damit dein Plakat seinen Zweck erfüllt, musst du dir im Vorfeld sehr gut überlegen, wie du die Inhalte aufbaust. Eine Mindmap-artige Struktur eignet sich beispielsweise für ein Plakat über ein Land, weil da die verschiedenen Aspekte zu Geografie und Kultur und so weiter rund ums Thema herum gruppiert werden können. Hier jetzt aber eine Struktur, die für einen zeitlichen Ablauf, zum Beispiel für geschichtliche Ereignisse geeignet wären. Oder hier eher ein Plakat für eine Entwicklung. Was wirft man an Ballast ab? Was hindert uns? Wie können wir besser aufsteigen, mehr Erfolg haben? Also eher in einem geschäftlichen Bereich. Ja, schau dir mal diese Karten auf der nächsten Seite an und zeichne ein paar ab. Überlege dir immer, in welchem Zusammenhang du dieses Plakat oder diese Struktur einsetzen könntest.